So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Wunderschönes Wochenende wünsche ich euch erstmal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag an dieser Stelle. Heavy is the Crown, die dritte oder vierte? Also wir haben den Song jetzt schon ein paar Mal gehört, auf jeden Fall. Ihr habt mir nur gesagt, ey Patrick, wenn du schon irgendwie so eine Handyaufnahme irgendwie aus Hamburg abcheckst von Heavy is the Crown, dann gib dir doch bitte auch die originale Live-Auftrittaufnahme irgendwie. So, original ist immer so ein Ding, aber es ist zumindest auf dem Original Linkin Park Kanal hochgeladen worden. Liken, Support ist kein Mord. Hier können wir auch mit akzeptabler, guter, vernünftiger Qualität rechnen. Frage ist eigentlich, wann kommt ein nächster neuer Song irgendwie? Klar, die Band hat sich erst irgendwie zusammengefunden und hat erst ihr großes Comeback gefeiert, so. Aber wir haben die Emptiness Machine und Heavy is the Crown. Also ich bin dafür, dass bis Weihnachten irgendwie noch so ein Song kommt oder so. Oh, ein Song. Versteht ihr, was ich meine? 3 Minuten 9 Abfahrt. Today was a very big day for us. It's not every day. Super schöne Gitarre, ohne Witz, ne? Ihr seht auch hier, dass der Korpus, der Body quasi wesentlich dünner ist als die von der Akustikgitarre, die da hinten steht. Ich würde sie jetzt holen, aber egal. Die ist auf jeden Fall wesentlich breiter, einfach weil der Sound in diesem Body erzeugt wird, ne? Bei der E-Gitarre ist es eben nicht so, da geht es hier über ein Kabel eben, ne? Weiter Verstärker etc. pp. Und somit wird dann eben der Klang erzeugt. Natürlich geht es auch mit Saiten und so weiter. Also das ist überhaupt kein... Es ist im Prinzip genau das Gleiche. Nur, dass halt eben, ne, die Akustikgitarre irgendwie halt ein bisschen breiteren Korpus hat normalerweise. Dementsprechend ist eine E-Gitarre manchmal oder meistens für Anfänger ein bisschen einfacher zu spielen. Einfach weil du nicht so umgreifen musst um diesen Body, so, ne? Egal ob Links- oder Rechtshänder. Ja, es gibt Links- oder Rechtshänder-Gitarren tatsächlich. Die sind in der Regel fast gleich geformt, aber die Saiten sind halt anders drauf gespannt, ne? Wie die dicke E-Saite muss halt eben immer oben sein eigentlich, und dann musst du die quasi von der linken auf von der rechten oder rechten auf die linke Hand eben einmal umdrehen, ne? Du kannst quasi aus jeder Gitarre auch eine Linkshänder-Gitarre machen. Das wollte ich erzählen, aber egal. Hey, you get to release a new song. I don't know how many hours we've given you to learn it, but did you learn it? It's called Heavy is the Crown. Heavy is the Crown. Da gab's auch so ein Scream-Part von Emily, ne? Nicht nur von, doch, von Emily, ich wollte gerade sagen, von Chester auch, aber das war ein anderer Song, es tut mir wirklich leid. Heavy's the Crown kann logischerweise nicht von Chester performt worden sein, rest in peace an der Stelle erstmal. Heavy's the Crown ist so ein Ding, was mir ein bisschen besser als die Emptiness Machine gefällt, obwohl beide Sachen sehr modern und sehr, sehr neu klingen irgendwie so. Das war mein Handy, schaltet bei der Arbeit generell eure Smartphones immer auf lautlos. Mein Gott, wem muss ich das hier noch erzählen? Wo ist es? Es ist ja gar nicht mehr von dem ersten Auftritt, logischerweise, weil der Song war da noch gar nicht so krass draußen. Mike hat auch gerade erzählt vorhin, wie viele Stunden habt ihr Zeit gehabt, den Song zu lernen oder auswendig zu lernen. Wahrscheinlich zu wenig an der Stelle. War das auch in der Barclays Arena? Kann das gut sein? Hier steht es leider nicht drin. War auf jeden Fall, nee, das ist available am 15. November. Oktober, November, November ist noch nicht, ne? Aber das neue Album From Zero kommt auf jeden Fall. Das checken wir gerne, gerne ab, wenn ihr darauf Bock habt. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. War das auch in der Barclays Arena in Hamburg, und die Lanxess Arena steht in Köln, habt ihr mir gesagt. It's pouring in, you're laid on the floor again. We're not getting doing in. We both know how the story ends. You can't win if the white flag's out, the war begins. Ich mag's direkt, ich sag's hier einmal, dass wirklich auch wirklich die Live-Vocals wieder dabei sind. Mr. Joe Hahn an der Stelle. Er ist genauso alt wie Mike, ne? Er ist, ja gut, 47 hätte ich bei weitem nicht geschätzt. Mike natürlich auch nicht. Also Mike sieht aus wie, Mike könnte 22 sein, er könnte aber auch 47 sein. So alles zwischendrin, ne? Gut, jetzt hat er halt eben die 47 sich ausgesucht. Pech gehabt an der Stelle. Spaß beiseite. Er sieht auch nicht aus wie 47. Sieht er aus wie 47? Ja, also wenn man es jetzt weiß, dann sieht er vielleicht auch ein bisschen älter aus, aber er könnte auch locker 30 sein, Anfang 30.
Digga, sie ist eine miese Maschine. Also sie ist eine richtige Maschine. Diese ganze Hate-Welle, so die anfangs auf Emily zugeschwappt ist, hat so ein bisschen abgenommen. Sie hat das eigentlich ganz gut überstanden, habe ich so das Gefühl. Ich check natürlich immer wieder Beiträge so und so weiter und so fort. Ich bin da auf Social Media nicht unglaublich aktiv, aber ich schaue mir das immer wieder an, wie so die Erwartungshaltung oder die Haltung generell von den Fans gegenüber Emily im Moment ist. So, das schwächt so langsam ab. Natürlich gibt es Hardcore Linkin Park-Fans, denen du nicht recht machen kannst. Am besten müsstest du Chester wiederbeleben, damit die irgendwie glücklich sind. Ne? Leider geht es noch nicht. Ne? Vielleicht geht es irgendwann in ein paar Jahrzehnten, ein paar Jahrhunderten, wer weiß. Aber sie macht es unglaublich gut. Ich weiß nicht, ob das relativ zum Ende hin des Auftritts war. So hört sich ihre Stimme auf jeden Fall an. Man kann das immer zu einem gewissen Pensum irgendwie bringen, so diese Aggressivität und diesen Druck und so weiter. Und natürlich will Emily auch irgendwie die Zuhörer überzeugen. Auf ihr lastet ja auch ein unglaublicher Druck. Und wenn du da oben als Frontsängerin auf einmal von Linkin Park stehst, dann willst du den Leuten ja auch irgendwie zeigen, ey, ich bin zu Recht hier, ne? Natürlich kann ich Chester nicht replacen, also irgendwie den Platz von ihm einnehmen oder gleich klingen. Das will ich auch gar nicht, aber ich will euch auf eine andere Art und Weise versuchen, irgendwie abzuholen oder so. Und es versucht sie auch. Now look what it's become. I'm number 10 to 1. Back then should have picked your tongue, cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list. Keep doing one, but you can't resist. Wearing that sword when the pin won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Boah, Digga, also ihr Stimmeinsatz hier knallt schon ordentlich gut rein. Vor allem, weil wir auch trotzdem, also normalerweise haben wir zwischen der männlichen und der weiblichen Stimme irgendwie immer einen gewissen Kontrast, einfach weil sie Stimmfarben technisch komplett unterschiedlich sind, ne? Wir Männer haben tendenziell eher eine tiefere, bassigere Stimme, die Frauen eben tendenziell immer eine höhere, bisschen ne, dünnere, ja, Stimme einfach so, was beides ihren Charme hat, finde ich. Deswegen finde ich ja Duets zwischen Mann und Frau immer wunderschön eigentlich, aber wie sie hier mit ihrer Stimme reinknallt, ist wirklich krass. Oh, man hört es eigentlich ganz cool nachhallen so, ne? Ich bin, wie gesagt, immer noch sehr, sehr froh, dass wir hier wirklich diese Live-Vocals haben, so mehr oder weniger. Auch hier wird wahrscheinlich ein bisschen Playback mitlaufen, mehr oder weniger, so, das ist, kann man, das, wie soll ich sagen, man kann es schon verhindern, indem man es einfach nicht reindreht, aber man gibt, also es ist ja nicht so, ihr müsst verstehen, es ist nicht nur für uns irgendwie, für uns Zuhörer dann irgendwie schöner, weil es runder klingt, weil es besser klingt vielleicht mit Playback so, aber es ist auch unglaublich wichtig, auch für Künstler und die Künstlerin in dem Moment mit Emily so, dass sie auch eine gewisse Sicherheit hat irgendwie und im Kopf hat, hey, egal was jetzt ist so, ich habe auch andere Leute jetzt auf der Bühne, die mich backen, die mir helfen und zur Not greift halt eben das Playback ein, so, das ist unglaublich wichtig auch für den Kopf, dass du da relativ frei auf irgendwie dein Ding machen kannst. Today's gonna be the day you notice. Guck mal, das ist halt wunderschön, dass der Song hier runterfährt. Also es ist so simpel irgendwie und jeder zweite macht es, aber nicht mal ansatzweise bei jedem zweiten klingt so wie bei Linkin Park irgendwie so. Das ist halt so, man merkt schon, dass diese Zahnräder schon eine Weile ineinander laufen. Versteht ihr, was ich meine? Man merkt so eine Maschine, die schon eine Weile läuft und die sehr, sehr erfolgreich und gut läuft mit zum Beispiel Mike und Johan und den anderen Leuten noch, die halt noch nicht ausgetauscht worden sind. Ich glaube, der Drummer wurde mal getauscht, Bassist wurde getauscht, Frontsängerin ist logischerweise oder der Frontsänger in dem Moment. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die Jungs und Mädels wissen, was sie tun. Ich schwöre, ich könnte 3 Tage nicht reden. Ohne Witz, ne? Ihr wart bestimmt schon mal feiern oder sowas, auf einem Festival, vielleicht sogar auf diesem Konzert und ihr habt mitgeschrien. 2 Stunden lang mitgeschrien. Bestimmt jeder war heiser von euch in meinem Leben. Ich auch. Es ist
nicht schön, es tut es nicht weh oder so, aber es ist, klingt halt am nächsten Tag einfach nach Müll. Und das ist halt das Problem bei einer Künstlerin oder bei einem Künstler, dass du halt irgendwie auf die Stimme angewiesen bist. Sie schreit hier aber so ein Mic, als ob das ihr letzter Song ist. Für immer. Digga. Oh, Junge, Junge, ich dachte, sie zieht nochmal durch. Meine Fresse, kurz verlernt zu reden, mein Gott, ne? Sollte auch gelernt sein. Vor allem hier das auf YouTube, das funktioniert ja irgendwie nur mit Kommunikation, ne? Aber ich dachte, sie zieht es nochmal durch, aber dieser Scream hier, wie lange schätzen wir den? 10, 11, 12 Sekunden bestimmt, ne? Jetzt kommt mir nicht, ja, aber Chester hat den so und so lang gehalten oder so und so lang. Es ist in dem Moment egal, wie lang oder wie kurz jemand das irgendwie halten kann oder so. In dem Moment geht es mir auch viel mehr ums Feeling und wie der Song rüberkommt, und der kommt brutal gut rüber hier. Fast nochmal besser wie auf der anderen Aufnahme, die wir gesehen haben. Digga, Digga, Digga. War auch ausverkauft, die Bude, ne? So wie es aussieht auf jeden Fall. Logisch, also natürlich. Also ich meine, guck mal, Linkin Park kommt in deine Stadt. Und das willst du dir ja irgendwie nicht entgehen lassen, oder? Unglaublich, also die Frau hat unglaubliche Power. Unglaubliche Power, ohne Witz.